So, da haben wir das gute Stück. Wie versprochen, der Digitizer, also sprich das Glas, was hier über dem Display verbaut ist, ist völlig zerstört. Von oben nach unten, rechts nach links, alles, was ihr wollt. Da ist nichts mehr zu machen. Ich habe mir zu diesem Zweck aus Singapur ein Reparaturset bestellt. Es besteht einerseits natürlich aus dem Displayglas selber. Dazu kommt dann noch so ein Universalwerkzeug-Set. Einmal die drei Schraubendreher hier. Kreuz und zwei verschiedene kleine Torx. Von diesen Dingern halte ich grundsätzlich erstmal überhaupt nichts. Die sind so billig gefertigt und so dermaßen weich, dass sie sich teilweise verformen, während man schraubt. Ich benutze dafür lieber mein eigenes Werkzeug. Bei diesem Gerät brauchen wir nur einen kleinen Kreuzschraubendreher. Was dann noch dabei liegt, sind diese zwei kleinen Kunststoffheberchen. Die sind sehr wichtig, weil wir müssen das Glas hier aus dem Rahmen heraushebeln, das ist dann nur festgeklebt. Gut. Was wir jetzt tun müssen, zuallererst ist das Gerät ausschalten. Ich bin übrigens immer wieder fasziniert davon. Man kann das Gerät im Prinzip immer noch vollständig benutzen, obwohl das Glas eigentlich hier überall kreuz und quer diese Risse drin hat. Gut, aber das nur nebenbei. Jetzt machen wir das Teil mal aus. Klick. Und jawohl, machen wir. Das hätte ich es ja nicht gesagt, ne, wa? So, und schon fertig. Gut. Dann als nächstes nehmen wir den Akkudeckel ab. Den Akku raus. Wenn ihr an der Stelle noch eine SIM-Karte oder MicroSD-Karte verbaut habt, sollte die natürlich auch entfernt werden. Das nächste, was dann passiert, hier sind, ich glaube, 10 oder 11 Schrauben waren es verbaut. Einmal hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die müssen im Prinzip alle rausgeschraubt werden. Das sind alles sehr kleine Schrauben. Etwa 2 mm lang, es geht relativ einfach und schnell. So. Nebenbei erwähnt, wenn ihr an solchen elektronischen Geräten arbeitet, unabhängig davon, ob das jetzt das Smartphone ist oder Computer oder sonst was, ihr solltet euch vorher einmal eine Heizung oder ähnliches fassen, irgendein größerer Metallkörper, am besten geerdet, weil ansonsten lauft ihr Gefahr, mit der statischen Energie in euren Fingern irgendwelche Bauteile oder Speichereinheiten zu vernichten. Das wäre sehr ungünstig. So, haben wir alle erwischt, wenn ich das richtig sehe. Hier oben war übrigens auf der Schraube so ein kleiner Papierstreifen oder ähnliches drauf, wie man es auch mal nennen möchte. Das ist im Prinzip eine Sicherung von Vico, weil die Garantie, sobald der entfernt wird, natürlich schon ergreifend erlischt. Gut, die Schrauben sind wir los. Das nächste wird jetzt ein wenig komplizierter, das heißt komplizierter, ein wenig anstrengender. Dazu nehme ich diesen Kunststoffheber, weil dieser Plastikrahmen, den wir hier im Prinzip loswerden wollen, was übrigens auch das Einzige ist, was wir wirklich loswerden müssen, der ist nochmal zusätzlich geklipst. So, im Prinzip an einer Stelle heben,
Danach rundherum gehen. So, das haben wir ja richtig rum. Das war schon. Damit ist dieses Bauteil auch entfernt. Da liegen übrigens so Antennen und so ein Zeug drin. Hier oder auch hier. Die werden hier hinten über solche lustigen kleinen Dock-Connectors angesteuert. Gut. Hier ist jetzt nochmal eine kleine Schraube drin. Die muss auch noch entfernt werden. Dann ist die Schrauberei eigentlich schon erledigt. Jetzt geht es um dieses Teil. Das ist der Connector-Anschluss für den Digitizer. Der verbindet den Touchscreen mit dem Logic Board. Das Logic Board ist dieses komplette hier hinten, wo sämtliche CPUs, Grafikkarte, die SIM-Einschübe und so weiter und so fort drauf sind. Aber das nur nebenbei. Also. Um diesen Connector zu entfernen, einmal hier von unten reinhaken. Kann man dann hochbiegen. Das ist im Prinzip der eigentliche Anschluss. Das ist ein Stecker mit, was weiß ich, wie vielen Polen. Wenn das erledigt ist, nehmt ihr diesen Stecker direkt und zieht einmal kräftig dran, damit dieser geklebte Teil von der Platine nach oben schaut. Das einmal schön rumbiegen. Das ist im Prinzip schon alles, was ihr auf dieser Seite machen müsst. Wir sind hier fertig. Jetzt drehen wir das Ganze einmal um. Dann hebelt ihr, Moment, dass ihr auch mitgucken könnt. Dann hebelt ihr hier unten ein. Zwischen den Rahmen und das Glas hebelt das nach oben. Wie gesagt, es geht bei mir jetzt schon ein wenig leichter. Ich musste dieses Video leider zwei, dreimal anfangen, weil ich mit meinem Handy leicht überfordert war. So. Ritze, Ratze, einmal rundum. Damit ist das oben und offen. So. Jetzt ist nur noch eine Verbindung zwischen diesem Käbelchen, das wird einmal hier quer durchs Gehäuse geführt. Das kann man mit ein wenig hin und her wackeln problemlos entfernen eigentlich. Hier an der Stelle seht ihr den Schlitz, durch den dieses Connector-Kabel durchgeführt wurde. Da muss dann als nächstes natürlich auch das neue Käbelchen durchgeführt werden. Hier ist das defekte Ding. Hat sich erledigt. Gut. Nach Möglichkeit solltet ihr aufpassen, dass ihr hier nicht allzu viel drauf rumtatscht, weil Fingerabdrücke auf dem Display lassen sich relativ einfach entfernen. Unterm Display wird ein wenig schwieriger. Gut, dann packen wir mal den neuen aus. Der ist von beiden Seiten, habe ich schon gesehen, mit einer Schutzfolie umwickelt, was auch verdammt viel Sinn macht. Wie gesagt, hier drunter sieht man die Fingerabdrücke dann noch viel schlimmer. Das erste, was ich jetzt mache, ist den Connector-Anschluss durch das Löchlein hier oben zu fädeln. So, das wäre geschafft. Was mir dabei jetzt passiert ist, da sind solche Plastikknöppis bei rausgefallen. Das ist jetzt nichts allzu Dramatisches, das sind die Plastikknöppis, die zwischen den eigentlichen Knöpfen und der Brücke außen von dem Lautsprecher also liegen. Wenn euch das passiert, ist nicht so schlimm. Die kommen hier. Mal gucken, ob wir das scharf gestellt kriegen. Wunderbar. Die kommen hier unter diese beiden Knöppis rein. Könnt ihr wieder reinsetzen. Auf der anderen Seite, wenn der rausfallen sollte, ist der An-Ausschalter genau dasselbe.
Die werden einfach nur von unten wieder reingefummelt und dann kann es schon wieder weitergehen. So, das wäre erledigt. Das nächste, was ich jetzt tue, ist, ich schraube die eine Schraube, die ich vorhin hier entfernt habe, wieder rein, damit das Logic Board wieder an Ort und Stelle ist und der Digitizer am Ende in der richtigen Position angeschlossen wird. So, erledigt, wunderschön. So, einmal kurz schauen, dass das Display halbwegs an Ort und Stelle sitzt. Ich sage immer wieder Display, das heißt Digitizer. Ich sollte mich daran gewöhnen. Ja, aber ist ja nicht so wichtig. So, als nächstes klicke ich den Anschlussstecker vorne rein. Und drücke dann hinten auf den alten Kleber ganz einfach den Chip fest. Wenn ich das andersrum mache, dann kriege ich Probleme, dass ich den Anschluss vorne nicht richtig treffe oder dass sich da irgendwas verzieht. So, und schon können wir im Prinzip, Sekunde, die Kamera guckt leicht raus. Ja, passt schon. Gut, schon können wir im Prinzip wieder alles rückwärts machen und alles wieder zusammenbauen. Ein wunderschönes Klickgeräusch jedes Mal. Deutlich zu vernehmen, das macht die Sache wesentlich einfacher. Schön. Schön. Gut, das ist drin. Jetzt kommen natürlich wieder diese ganzen Schrauben. Das werde ich euch einfach mal ersparen. Die Schrauben, die ich vorhin gezeigt habe, werden jetzt einfach nur wieder reingeschraubt. Gleich. So, da bin ich wieder. Die Rückseite ist jetzt vollständig fertig geklipst, verschraubt, alles. Der Akku ist wieder drin. Die Vorderseite habe ich jetzt festgestellt, man muss, bevor man das Gerät überhaupt einbaut, sollte man das Display die Schutzfolien abziehen und die Geräte äußerst gründlich reinigen. Leider wurde bei diesen Schutzfolien, die hier verwendet wurden, ein Klebstoff verwendet, der hässliche Abdrücke hinterlässt. Er lässt sich relativ einfach reinigen. Ich habe dafür hier solche Brillenputztücher vom Lidl sind die, glaube ich, benutzt. Aber das sollte am besten gemacht werden, bevor das Display eingesetzt wird, weil ich habe mich dabei jetzt natürlich ziemlich verrenkt, weil ich keine Lust hatte, das Ganze wieder auseinanderzunehmen. Gut, nachdem diese ganze Reinigung fertig ist, der hübsche lilane Grill hier vorne wieder eingebaut ist, bleibt eigentlich nicht mehr viel zu tun. Wir müssen nur noch das Display einmal rundherum schön fest andrücken. Dann ist es im Prinzip schon geschafft. Dann prüfen wir jetzt nochmal, wie schön das hier alles funktioniert oder nicht funktioniert. Wunderbar, reagiert auf alle Eingaben. Ich kann zwei Fingergesten machen, ich kann ein Fingergest machen, alles wunderbar. So, das war's von mir aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so gewesen sein sollte, dann gebt mir doch bitte einen Thumbs up oder kommentiert ein wenig. Ich freue mich über jedes Feedback, ob positiv oder negativ. Wenn ich etwas besser machen soll, anders machen soll, sagt es mir. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr euch dieses Video angeguckt habt. Ich bin der Björn als Gastkolumnist bei technophil.de und ich sage Tschüss.